Hallo Leute, ich werde heute auf Deutsch lesen. Mehr auf Deutsch lesen. Right? Kapitel 3, die Überraschung. Licht im Haus, dachte Silvia. Das darf doch nicht wahr sein. Silvia ging den Weg der Zoomseefilter hinunter und stellte ihren Rucksack neben einen Baum. Sie näherte sich dem Haus. Sie konnte keine Leute sehen, sondern nur das dämmerige Licht. Sie ging einmal um das Haus herum. Sie wollte wissen, ob wirklich jemand im Haus war. Hallo, rief sie. Ist da jemand? Ich bin es, Silvia. Keine Reaktion. Aber da waren doch Geräusche im Haus. Jetzt reicht es aber Jochen. Silvia näherte sich der Tür und öffnete sie. Was war denn hier los? Sie traute ihren Augen nicht. Was machten denn die vielen bekannten Gesichter hier? Es waren viele Leute im Raum. Ihre Mutter, andere Verwandte, ihre Freundinnen Claudia und Veronika. Auch ein Hund war dabei. Silvia, riefen alle, da bist du ja. Hallo, sagte Silvia. Was ist hier los? Jetzt setz dich erstmal. Wir werden dir alles erklären. Silvia setzte sich auf das alte Bett, in dem sie die letzte Nacht geschlafen hatte. Also, was ist los? fragte Silvia. Die Leute sahen sie mit besorgten Gesichtern an. Niemand sagte etwas. Und wo ist Papa? Fragte Silvia ihre Mutter. Er arbeitet noch, aber er kommt gleich. Kann mir endlich jemand sagen, was hier passiert? Ihre Mutter stand auf und schien Silvia alles erzählen zu wollen. Wir glauben, dass Jochen von einem Wesen in den Wald mitgenommen werde. Wie? Woher wisst ihr, dass wir ein Wesen gesehen haben? Jochen hat mir mit seinem Handy eine Nachricht geschickt. Er bat um Hilfe, aber dann hatte er kein Netz mehr. By the way, if you hear that noise, it's just my desk fan. Silvia verstand immer noch nichts und sagte, warum seid ihr alle hier? Weil wir Jochen suchen wollen. Jetzt? Ja, jetzt. Alle standen auf. Sie nahmen ihre Rucksäcke. Sie hielten ihre Taschenlampen in der Hand, als sie aus dem Haus gingen. Sie teilten sich in vier Gruppen auf. Silvia blieb in der Tür stehen. Sie dachte nach. Ich verstehe das nicht. Jochen geht doch nicht einfach ohne mich weg. Er weiß genau, dass ich mir Sorgen um ihn mache. Und warum schickt er meiner Mutter eine Nachricht und mir nicht? Warum sind alle meine Freunde hier, seine aber nicht? Irgendwie kommt mir das alles spanisch vor. Als sie aufsah,
war niemand mehr da. Hallo, wo seid ihr? Ist da jemand? Rief sie. Keine Reaktion. Silvia ging bis zum Waldrand. Es war dämmerig. Oh, dämmerig. Rich. Ja. Sie machte ihre Taschenlampe an. Hallo, ist da jemand? Niemand da. Weder jemand aus ihrer Familie noch ihre Freundinnen Claudia und Veronika. Ich wüsste das nicht. Silvia ging zurück zum Haus am See und setzte sich auf das alte Bett. Die wartete einige Minuten, aber niemand kam. Und da war da plötzlich. Oh, I just learned that word. I don't remember what it means. Wieder ein Geräusch in der Küche. Silvia nahm ihre Taschenlampe in die Hand und stand zitternd vom Bett auf. Sie ging langsam zur Küche. Schritt für Schritt näherte sie sich. Sie musste wissen, was da in der Küche war. Waren es vielleicht nur ihre Freundinnen oder ihre Mutter? Sie knipste die Taschenlampe an und schon stand das Wesen vor ihr. Groß, hässlich und sehr behaart. Silvia schrie und rannte aus dem Haus. Hilfe, Hilfe! Das Wesen war schneller und holte Silvia ein. Sie fiel auf den Boden. Das Monster packte sie und hielt sie fest. Silvia hatte keine Chance, sich zu befreien. Silvia war wie gelähmt. Auf einmal ließ das Wesen sie los und stand auf. Es sah sie an und reichte ihr die Hand zum Aufstehen. Silvia rief: Verdammt nochmal, was ist hier eigentlich los? Da bewegte sich etwas zwischen den Bäumen. Alle, die vorher im Haus waren, kamen mit angeknipsten Taschenlampen aus dem Wald. Sie fingen an zu singen. In diesem Augenblick war Silvia alles klar. Langsam zog das Wesen die Verkleidung aus. Es war ihr Vater. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schatz. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, riefen alle. Silvia wünschte nicht, ob sie... Oh, I get it. I just got it. Okay, Silvia wünschte nicht, ob sie weinen oder lachen sollte. Papa! Du bist das Wesen. Und du warst es auch die ganze Zeit? Ja, Silvia, die ganze Zeit. Und wo ist Jochen? Jetzt kam Jochen aus dem Wald, unverletzt und sauber. Tut mir leid, Silvia. Wir haben dir einen üblen Streich gespielt, aber dafür bekommst du auch ein wirklich tolles Geschenk. Das muss aber auch ein ganz besonderes Geschenk sein, sagte Silvia. Die ganze Gruppe ging zurück zum Haus. Wir haben dir zum Geburtstag dieses alte Haus gekauft, sagte ihre Mutter. Wir werden es alle zusammen renovieren. Es wird ein Vereinhaus. Nein, wirklich? Silvia lachte. Und dann fing sie an zu weinen. Jochen war nichts passiert. Er war auch nichts passiert. Und jetzt hatte sie ein
Ferienhaus. Schließlich, sagte Silvia, damit eines klar ist, das Wesen weiß hoffentlich, dass es in diesem Haus bestimmt nicht willkommen ist. Keine Party mit Monstern. Alle klatschten und lachten laut. Dann gingen sie ins Haus. Dort wartet Kaffee und Kuchen und auch eine Erholungspause für das Geburtstagskind. Okay, and that was that chapter. So, yeah, that's it. I'm gonna answer the questions and see you guys next Saturday.